Landung auf Lucla oder wie das heißt. Ich als Kapitän der Enterprise muss das ja wohl schaffen. Hier schauen wir mal, wo wir. Da ist Lucla. Lula. Ankunft festlegen. Dann suchen wir uns einen Flugplatz aus. Nehmen wir den hier. Zack. Abflug. Und dann geht die auch schon los. Könnt euch gar nicht vorstellen, wie warm das in diesem Kostüm ist. Aber das tut man nicht alles für ein bisschen bessere Kondition. Nein, Spaß. Das ist lauer nur Scheiße. So. Auf dem bin ich schon oft gelandet, auf dem Flugplatz. Ich hatte gerade einen Versuch und eine Aufnahme, aber ich weiß nicht, was da schief lief. Also. Werden mal sehen, ob ich jetzt. Jetzt pack, ob ich das jetzt pack. Mann, ey, heute. Und der Sprache. Ist, wenn man zu viel Energy getrunken hat. So, da ist unser Flieger. Wir liefern uns selbst ab. Na, komm schon. Reaktion. Temperatur. Lackierung habe ich DHL genommen. So. Stehen auf Maximum. Wenn der auch voll ist, lasse ich die Parkbremsen erst los. Energie. Da hinten müssen wir hin, wo Falco HB ist, meine ich. Oh, oh. Schaffen wir das mit der Unklarbarkiste hier? Der hat ja gar keine. Oder kann er die einfahren? Nein, glaube ich nicht. Benutzt die ganze Rollbahn aus. Bisschen eierisch. Und dann ziehen wir mal da hinten. Jo. Okay. Ziehen wir schon mal einen leichten Bogen. Der baut aber langsam Geschwindigkeit auf. Müssen wir hier durch die. Oh. Dorthin müssen wir. Ich, genau, nicht nach Falco HB, sondern. Ihr seht ja die anderen Namen. Falls euch die stören, kann ich die auch später mal ausblenden. So. Ah, der muss ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufbauen. Ich nehme mal die Flaps raus. Ja. Gut, der sinkt langsam, aber baut auch langsam Geschwindigkeit auf. Ah, jetzt geht's langsam. Keine Angst. Weil Jean-Luc Minirende hat das Flugzeug in guten Händen. Schade, dass hier nicht so eine Dingslackierung gibt. Aber passt. Mann, ist das langweilig, ey. So. Geschwindigkeit ist jetzt nicht so pralle. Boah, in echt muss das ja noch geiler sein, ne? Wenn man diesen Ausblick genießen kann. Hier geht es Richtung Abend. Seht ihr ja, die Sonne geht hier langsam unter. Ist auf Live alles gestellt, Wetterverhältnisse auch. Ah, wie sieht's aus? Geschwindigkeit ist gut. Höhe steigt. Wer will man denn mehr Chines? Ich könnte auch, wenn man nichts sieht, hier drüber fliegen, ne? Ist auch gut. So. Hier drüber sind es dann alles ein bisschen einfacher. Dann brauche ich auch nicht so hochzuziehen. Oh, der kommt aber sehr schnell von der rechten Seite. Weiß nicht, was er fliegt. Sind das die Bezeichnung dieses B350? Beechcraft könnte das sein, eine B350, oder?
Wenn er deiner weiß, kann er mir ja mal sagen, oder? Also in die Kommentare schreiben. Jetzt zeigt er uns die Flugschneise an, wie wir reinkommen sollen, aber die hängt im Berg drin. Da, seht ihr. It's crazy, crazy shit. When I fly so, I will die. Geht in die Chopper. Langweilig. Ah ja, wir sind im roten Bereich. Ich kann mal ein bisschen. Ja, geht hier runter? Komm. Ja, das ist okay. Gucken, das war gut, um mit den Berg rumkommen. Nochmal für die Leute, die nicht wissen, wohin ich fliege. Mein kleines Schätzelein. Der Logitech Extreme 3D Pro. Super komfortabel. Liegt perfekt in der Hand. Na. So, ich nehme jetzt mal halbe Energie raus, weil wir müssen sinken. Auf 10% mache ich die Antriebe, das müsste reichen. Ja. Anna, bleibst du wohl da, sonst kriegen wir Stress. Dann kommen die Flaps rein, der hat nämlich Overspeed. Ich hau die mal komplett rein erstmal. Seht ihr, wie schön dann die Geschwindigkeit runtergenommen wird? So, mach die wieder auf Mittel. Bin zu schnell, ich weiß. Lass nur die mal lieber komplett drin. Ja. Da ist unsere Landebahn schon. Mann, geht auch mal tiefer, Viech. Was kommt denn da entgegen? Die Dinger müssen jetzt langsam mal blau werden, da wir ja komplett Speed raus haben. Jetzt habe ich komplett Speed raus. Wenn ich zu tief bin, kann ich immer noch Gas geben am Start. Das sieht aber einigermaßen okay aus. Ja, sind blau geworden. Oder türkis. So, ein bisschen korrigieren, zärtlich. Und dann streicheln wir mal die Landebahn. Oh, das ist ein bisschen schräg, aber passt. Passt, passt, passt. Hinter den zwei Barken müssten wir eigentlich aufkommen. Das versuche ich jetzt auch. Leicht an, nach hinten ziehen. Ja. So. Haben wir auch geküsst. Mal ein bisschen, wenn er links. So, Leute. War jetzt keine perfekte Landung, aber besser als irgendwo im Berg zu hängen und der Körperliegung draußen. So. Ich hoffe, dass sie uns noch anweisen, wohin wir sollen. Na? Oh. Parkbremse rein. Ich park mal irgendwo. Normalerweise, aber das ist auch zu klein, der Flughafen, deswegen. So, Jungs, ich bin zu Hause. Ich mach mal schon ein Bierchen auf hier. Ach doch, da, doch, für uns eine Park. Zack, bremsen. Oh, jetzt darf ich rück. Ja, komm, komm, komm. Wir stehen, dann machen wir jetzt den Motor mal aus. Ich würde sagen, meine Maus spinnt erstmal. Ich würde sagen, die Landung ist okay gewesen. Ihr habt überlebt, ja, atmet mal tief durch. Jo, und ich danke dann mal fürs Zuschauen und wenn ihr Bock auf mehr habt, ne, einfach melden. In die Kommentare wisst ihr, ne? So. Alle Passagiere sind schon ausgestiegen, haben sich übergeben. Ja. Also, bis dann, euer Jean-Luc Minierende.